Justizvollzugsanstalt Heilbronn. 364 Häftlinge, darunter 25 Mörder und Totschläger. Der Direktor und sein oberster Vollzugsbeamter zeigen uns ihr Gebäude. Teile davon stammen aus dem Jahr 1870. Die Sicherungsmaßnahmen sind streng, aber in mitgebrachten Büchern finden sich eingeschmuggelte Sägeblätter und Spritzen. Utensilien für den Drogenkonsum werden hier gebaut. Es wird eher schwieriger, also es wird gefühlsmäßig nicht besser, muss man wirklich sagen. Also die letzten Jahre sind schon schlimmer geworden. Delikte aus dem ganzen Strafgesetzbuch sind hinter diesen Mauern versammelt. Betrug, Raubüberfall, Vergewaltigung. Das Gefängnis ist ein Abbild der Gesellschaft, sagen die Beamten. Die Probleme draußen schlagen auch hinter Gittern durch. Insgesamt kann man sagen, dass der Rucksack, den der durchschnittliche Gefangene mitbringt, an Problemen, bildlich gesprochen, in den vergangenen Jahren immer größer geworden ist. Wir haben es mit Suchtproblemen zu tun. Wir haben es tatsächlich auch mit Sprachproblemen zu tun, mit Sprachbarrieren, die wir im Vollzug nur teilweise abfangen können, aber auch mit sogenannten Vollzugsstörern, das heißt Personen, die überhaupt nicht gewillt sind, am Vollzug mitzuarbeiten. Ein Teil der Gefangenen verweigert die Arbeit, obwohl das zum Pflichtprogramm gehört. Wir bekommen in Werkstätten aber nur Gefangene vor die Kamera, die sich über die Abwechslung freuen. Ich bin echt froh, dass ich hier Arbeit habe. Die Zeit geht rum wie im Flug für mich. Ich wüsste gar nicht, was ich anstellen würde, wenn ich die ganze Zeit nur auf der Zelle sitzen müsste. Nicht jede Arbeit hier ist abwechslungsreich, aber alle, die wir hier ansprechen, machen sie gerne, auch weil es Geld gibt. Seifenspender für Krankenhäuser werden hier zusammengebaut. Wie viel schaffen Sie davon am Tag? 2000 Stück, ja. Manchmal mehr. Tabak und andere Luxusartikel müssen die Gefangenen selbst bezahlen. Auch im Knast hat die Inflation alles teurer gemacht. Was ist mit der Kohle? Stimmt die oder kann es ein bisschen mehr sein? Könnte ruhig ein bisschen mehr sein. Reicht nicht von zum Lebensmittel zum Kaufen. Und alles ist teuer geworden. Bekommen wie viel die Stunde hier? Hier bekomme ich 2,29 Euro pro Stunde. Arbeiten wir 7 Stunden pro Tag, 14 Euro, 15 Euro pro Tag. Das geringe Einkommen sorgt für Ärger unter den Gefangenen und ist rechtlich heftig umstritten. Bereichert sich das Gefängnis? Bereichert sich der Staat an den billigen Arbeitskräften? Die Gefangenen bekommen hier Kost und Logis sozusagen frei, müssen nicht ihre Mietwohnung finanzieren, wie das draußen bei einem Arbeitnehmer der Fall ist, bekommen letztlich auch das Essen umsonst. Und wenn man alles summa summarum sieht, ist es eben nicht so, dass der Staat etwas verdient an der Gefangenenarbeit. Auch in der Justizvollzugsanstalt Ravensburg gibt es Ärger wegen der Bezahlung. Aber nicht nur deshalb. 34 Gefangene haben sich an die Öffentlichkeit gewandt, weil sie mit ihren Haftbedingungen unzufrieden sind. Wir fragen nach bei einem zu 14 Jahren Haft verurteilten Gewaltstraftäter. Die Arbeit gefällt ihm, aber... Sonst ist das Leben hier sehr monoton. Also man geht nur hier zur Arbeit, man geht in sein Zimmer, abends in den Hofgang. Ja, okay, man hat noch Freizeit. Ja, klar, man kann sich beschäftigen mit anderen Gefangenen und man kann zum Duschen gehen, ja. Auch ein 21-Jähriger, der immer wieder wegen Diebstahls einsitzt, klagt, dass er zu wenig Unterstützung bekommt. Er fordert, dass man mehr mit den Gefangenen erarbeitet. Das, weil es bringt nichts, sozusagen einmal im Monat einen Termin zu machen, um irgendwie die schulische Laufbahn oder die Arbeitslaufbahn zu planen. Es herrscht Personalnot hinter Gittern, erzählt uns Anwalt Uwe Rung, der viele seiner Mandanten im Gefängnis besucht, in Ravensburg und anderswo. Dann bedeutet es, dass viele rauskommen, wie sie rein sind. Die sind weiterhin Alkoholiker, weiterhin drogenabhängig, die haben halt ihre Zeit abgesessen und dann geht's raus. Was ist denn resozialisiert? Von Einschränkungen beim Telefonieren bis zur schlechten Gesundheitsvorsorge reichen die Klagen in Ravensburg. Alles wurde geprüft mit dem Ergebnis, dass man menschliche Bedürfnisse haben kann, die darüber hinausgehen, ist verständlich. Und insofern kann und darf man solche kritischen Rückmeldungen auch sozusagen sportlich nehmen.
gar nicht sportlich nimmt das die Gewerkschaft Strafvollzug. Baden-Württemberg sei Schlusslicht bei der Personaldichte. Das mache vielfältige Probleme. Sie müssen sich vorstellen, keine Polizei, kein Sicherheitsdienst geht alleine auf Streife. Bei uns sind meine Kollegen und Kolleginnen oftmals alleine auf dem Stockwerk. Wenn dann irgendetwas ist und sie müssen kurzfristig das Stockwerk verlassen, ist eine einfache Rechnung. In dem Moment ist das Stockwerk einfach zeitweise nicht besetzt. Die zuständige Ministerin beschwört, auch wir wollen mehr Personal. Aber das ginge nicht von heute auf morgen. Doch wie sieht es aktuell aus? Ist Resozialisierung möglich? Wir tun alles, um Resozialisierung zu gewährleisten, um damit dafür zu sorgen, dass Menschen nach der Haftentlassung nicht wieder straffällig werden. Zurück in der Justizvollzugsanstalt Heilbronn. Ein Gefangener singt vom Gefühl, übers Meer zu segeln und wie ein Vogel nach Hause zu fliegen. Das heißt, Sie sind so zufrieden, wie man in einem Gefängnis sein kann? Ja, ich bin zufrieden möglich. Ich gehe arbeiten, ich komme nach der Arbeit hierher, ich nehme meine Gitarre, ich spiele, ich schreibe Songs. Ich habe sehr viele Songs geschrieben, seit ich hier bin. Wir sind in der Wohngruppe Süd 3. Die Farbgestaltung an den Wänden kommt von den Gefangenen, die sich hier relativ frei bewegen können. Trotzdem Detailkritik. Die Duschen sind geschlossen. Ganze Wochenende. Von Samstag bis Sonntag, bis Montagmorgen. Aber sonst alles gut. Nur die Duschen? Nur die Duschen. Nur die Duschen. Am Großen und Ganzen ist alles gut hier. Echt. Für die Häftlinge kann in ihrem eingeschränkten Alltag jedes Detail wichtig werden. Aber wie wohl sollen und dürfen sich Gefangene fühlen, ist die Frage, die sich in Heilbronn und anderswo jeden Tag neu stellt. Wohlfühlen ist kein entscheidendes Kriterium im Strafvollzug. Es geht in allererster Linie um Sicherheit und es geht um Resozialisierung. Also darum, die Gefangenen zu befähigen, Anschluss an die Haft straffrei zu leben. Und das ist eine Anstrengung, auch für die Gefangenen selbst, aber ich glaube, eine Anstrengung, die es sich lohnt einzufordern. Die Gefangenen sammeln sich für den Hofgang. Ein Lichtblick im eher tristen Alltag. In Heilbronn ist man sich sicher. Ein bisschen Sport, ein bisschen Arbeit beendet keine kriminelle Karriere. Letztlich kann es nur im Interesse der Gesellschaft sein, dass die Gefangenen eben hier an dem Ort etwas lernen, etwas mitnehmen. Und es kann nur gelingen, wenn wir eben auch mit den Gefangenen arbeiten und sie nicht im Sinne des Verwahrvollzuges wegsperren. Muskeln aufpumpen mit Rapmusik. Kritiker fragen bei diesen Bildern, ist das noch echte Strafe oder schon Kuschelknast? Wir haben in Baden-Württemberg keinen Kuschelknast und haben auch nicht vor, einen einzurichten.